Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Industries of Titan. Wir schauen das erste Mal auf unsere Prozente, die sind bei 63%. Und was mir heute am Herzen liegt, ist eigentlich doch die Aufwertung der Geschütztürme auf Stufe 2. Das heißt, die beiden werden wir nach oben treiben. Das werden wir gleich mal als erstes machen. Und das heißt, aufwerten auf Level 2. Wir haben alles eingestellt, dass es auf 3 aktiviert ist hier unten, ne? Dass das Beste dafür verwendet wird. Dieses Geschütz haben wir schon auf Level 2. Genau, das würde dann die 3 bedeuten. Und jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, was der Unterschied ist. Es sind 50 Lebenspunkte mehr. Das ist auf alle Fälle eine ganze Menge. Besonders, wenn es mal ein bisschen knapp wird. Deswegen würde ich sagen, wir legen los. Die Bewohnbarkeit sinkt und auch der Energiebedarf wird höher. Aber wir müssen es einfach in Kauf nehmen und hoffen, dass es passt. Einer unserer Bürger ist gestorben an Krankheit. Verstehe ich nicht. Eigentlich sollte das passen, aber na gut. Okay, dann leg mal los. Machen wir einmal hier aufwerten. Und einmal das hier drüben. Das werden wir auch auf Stufe 2 aufwerten. Und dann läuft das. Da haben die erstmal was zu tun. Wir werden uns als nächstes um die Forschung kümmern. Wir schauen mal, was wir noch so Schönes haben. Da können wir ruhig mal hier um die Ecke schauen. Minenverschmutzung minus 15, das stört mich eigentlich weniger. Krankenhausheilungsrate plus 25, finde ich ganz gut. Bürgerwerbeeinnahmen plus 10, finde ich auch nicht schlecht. Die Befehlszentrale ist mir erstmal egal. Gerätebauzeit, das ist mir eigentlich auch relativ. Bürgerabfallerzeugung, das wird später auf alle Fälle eine Sache. Minenreichweite interessiert mich so auch nicht. Verschmutzung durch Feuer ist relativ zu sehen. Arbeiterbewegungsgeschwindigkeit 20% schneller, das ist auf alle Fälle eine Maßnahme. Kraftwerk Treibstoffbedarf, minus 3, das ist eine feine Hausnummer. Parkreichweite plus 1, das ist auch eine feine Hausnummer. Schwierige Entscheidung. Ich habe heute zu Besuch vor, ein bisschen ein paar Verschönerungen zu machen im Endeffekt. Ich würde nämlich gerne das hier abreißen, hier hinten. Und ich würde sagen, bevor wir hier wieder auf 100 sind, machen wir das auch gleich. Wir holen uns die 2 Artefakte. Ich würde gerne hier hinten 2 Dinge erledigen und da einen einstellen. Ja, da haben wir das. Punkt 1, hier wird irgendwann eine Straße nach hinten gehen. Punkt 2, hier hätte ich gerne Kraftwerke und Energieerzeugung. Das wäre mir ganz wichtig. Deswegen sind die Faktoren hier oder die Sektoren wichtig. Hier geht eine Straße lang, die geht dann hier rum. Das ebenfalls wird die dann hier so lang gehen und ja. Dieses Gebäude ist auch ein Gebäude, was weg muss. Logischerweise, also wir müssen ja alles irgendwo wegräumen. Aber das wird auf alle Fälle auch ein Faktor sein. Jetzt müssen wir bloß mal schauen, die sind mit dem Aufwerten fertig. Wie stark wir jetzt schon steigen. Wir werden es erleben. Schon wieder ein Bürger gestorben. Also das waren schon mal 4% für die Stufe. Das denke ich ist okay. Und dann müssten wir jetzt auf 72, 73 hochgehen. Ja, 73, okay. Dann sind das so 4,5% für die Aufwertung. Das ist in Ordnung. Es kommen natürlich auch weitere Ressourcen dazu in der Umwandlung, ganz klar. Die spielen natürlich auch eine Rolle mit. So, ich würde das mal priorisieren, dass wir das wegbekommen. Ich würde gerne den Park setzen. Den Park haben wir hier. Kostet uns 1000 Credits. Nehmen wir mal in Anspruch. Und ihr seht, wir nehmen momentan 2800 ein mit den 27 Leuten. Ich würde da gerne nochmal nachhaken und zwar mit den 5 Leuten, die passen gerade rein ins Geschäft. Dann haben wir 32, da sind wir voll ausgelastet. Und wenn das hier hinten weg ist, setzen wir hier einen Park, dass es hier ein bisschen schön wird. Irgendwann wird das Gebäude, diese Fabrik hier hinten verschwinden, wegen der Energiegewinnung, ne, ganz klar. Aber bis dahin habe ich eigentlich noch etwas vor und das würde ich gerne tun. Jetzt muss ich bloß mal schauen. Betreten. Ich würde es eigentlich gerne nochmal aufwerten. Noch einmal und nochmal ein bisschen Energie bauen. Aus dem einfachen Grund, es saugt uns ja hier aus diesem Sektor das Zetan ab. Und damit heißt es auch, wenn es das Zetan absaugt, es saugt gleichzeitig auch hier wahrscheinlich die Verschmutzung weg, die das Zetan erzeugt. Wie auch immer das gerechnet wird, fragt mich nicht. Bezahltes Gehalt. Plus? Okay. Generierte Credits. Jetzt stand es gerade da. Schade. Ja, okay. Kein Problem. Also ein Tausender oder so haben wir, glaube ich, gut gemacht. Ich weiß es jetzt nicht. Bam, 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 bam. Wo war ich stehen geblieben? Ja. Und
es sinkt die Verschmutzung aufgrund des Cetans, was sauberer wird. Auf der anderen Seite wird natürlich auch ein bisschen Umweltbelastung erzeugt, aber ich glaube, dass das trotzdem unterm Strich die bessere Wahl ist. So, das ist schon mal weg. Ich würde jetzt hier das so lassen. Genau. Und ich würde gerne bei der Bevölkerung jetzt hier den Park bauen. Jetzt muss ich mal schauen, gibt es hier einen Eingang? Man sieht das nicht ganz so prickelnd, finde ich. Hier gibt es keinen Eingang, ne? Oder? Ne, der ist von allen Seiten begehbar. Dann können wir den ganz in Ruhe hier hinsetzen. Ich priorisiere den auch mal, dass das losgeht. Wir brauchen 8 Dreier und ein Dreier von den Isotopen. Dann läuft das. Mhm. Wir können auch nochmal schauen. Das gute Stück kostet uns 4 Isotope und 200 Mineralien. Das ist okay. 24 Strom braucht das. Das haben wir gerade noch so. Ja, und deswegen müssen wir nämlich auch schauen, dass Strom weiterhin reinkommt. Und wir sehen, das ist alles ein bisschen knapp irgendwie. Ja, prinzipiell müssen wir da mal schauen, dass wir da vielleicht nochmal... Also man kann es hier jetzt mit Aufwertung machen und das wäre auch sinnvoll. Aber im Moment sind wir die Aufwertung ein bisschen, wo es geht. Es ginge, ne? Es ginge wirklich. Tja, ich weiß auch nicht so richtig. Wenn wir das nochmal aufwerten, sind wir hier in dem Sektor mit drin. Das verschiebt sich alles um eins. Das ist nicht mehr drin, das wäre aber nicht das Problem. Das kann man dann verbinden, das Gebäude. Wenn es vonnöten ist. Gut, okay, wir sind hier dran. Ich hoffe, die machen. Die sind dabei, okay. Mhm. Was kostet die Aufwertung? 9, ne? Naja, ich werte das Gebäude auch mal auf. Wir machen das einfach mal. So, Energie ist noch im grünen Bereich. Das passt. Wir haben sowieso mehr Gaserzeugung. Das heißt, wir könnten auch hier noch einen Energieproduzenten eigentlich hinsetzen. Normalerweise wäre das noch eine sinnvolle Sache. Ja, könnte man den Eingang haben wir dann da vorne. Das wäre auch sinnvoll. Ich setze das einfach mal mit und wir machen das so. Okay. Wir schauen, wie es hier aussieht. Hier hätten wir ein paar Ressourcen. Das ist nicht schlecht, aber allerdings auch Haufen Müll. Und wir können es nicht nehmen. Wir haben bloß 31 verfügbar. Na, das sind ein bisschen mehr. Da sind wir bei 60. Holen wir uns dann also nicht. Ist auch wirklich viel Müll für das bisschen, was wir da bekommen. Also, was heißt bisschen? Ne? Aber ich denke, ihr wisst, wie ich es meine. Es ist halt immer... Ja, man muss das immer abwägen. Ne? Den Müll müssen wir ja auch irgendwo hin. Na? So, der Park steht schon mal. Wenn wir den aufwerten, steigt die Bewohnbarkeit ins Unermessliche. Und schaut mal, wie schön der hier das macht. Ja, also für dieses Wohngebäude ist das super. Eventuell können wir hier nochmal später ein Wohngebäude setzen. Das wäre auch noch eine Maßnahme. Aber vielleicht gegen nicht neben die Industrie. Muss man schauen. Gut, Strom haben wir noch ein bisschen. Und Ressourcen haben wir auch noch ein bisschen. Was ist das hier? Das ist okay. Ja, das können wir uns nicht leisten. Gerade, glaube ich, oder? Ne, wir haben keine 8 Plätze frei. Ja. Wenn wir das aufwerten, könnten wir das verdoppeln. Und wenn wir das aufwerten, hätten wir mehr Bevölkerung. Wäre auch eine feine Sache. Weiß ich aber nicht, ob das jetzt schon der richtige Zeitpunkt ist, unsere Bevölkerung nach oben zu jagen. Finanziell gesehen wäre es top. Na, also da hätten wir gar keine Probleme. Dann können wir auch ganz schnell mal eine Fehlentscheidung ausbügeln. Wie zum Beispiel, wir wären mit den Raumschiffen nicht fertig. Wir sind bei 79%, was das angeht. Ja, unser Geschützturm wird hoffentlich hier reichen. Wir haben durch den Ausbau jetzt eine größere Überlagerung. Ihr seht es also, ne? Ist das Chauffieren in diesem Bereich, wird es durchaus durch diese zwei Türme bearbeitet. Hier vorne durch einen, hier schon wieder durch zwei. Und wenn es sogar hierher dringt, werden alle drei Türme aktiv werden. Also die Überdeckung ist schon, glaube ich, ganz gut. Na. Wie gesagt, schade, dass man das nicht hier abschalten kann, diese Markierung. Das wäre echt toll. Aber im Moment ist das eben nicht möglich. Gut, wir sind bald soweit. Das heißt, ich muss für den Strom sorgen. Ich werde hier jemanden einstellen. Der wird hier hingehen. Und dann sollte das passen mit der Energie. Das verbraucht das gute Stück. Braucht 12 Treibstoff. Das heißt, ich könnte es eigentlich gleich nochmal aufwerten. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Was ist, wenn ich das abbreche?
Dann sehen wir es nochmal. Genau, 9 für die Aufwertung auf Level 2. Das machen wir. Das machen wir auf jeden Fall. Sehr gut. Dann sollten wir auf jeden Fall hier auch dementsprechend schon 72. Das ist ja ein Ding. Das ist nicht schlecht. Und was Verbrauch ist 18. Mhm. Okay, ist das wirklich so gut angegeben? Waren da nicht 12 Treibstoff und 48 mit der zweiten Stufe? Ah, okay, plus 6, das macht Sinn. Sind wir bei 18 und 72, ja, okay. Dann ist das so eine Erhöhung. Ist auch in Ordnung, kannst du nicht meckern. So, damit sollten wir jetzt 72 Strom extra bekommen. Das Gebäude haben wir auch aufgewertet. Wir betreten das mal. Und ich würde hier gerne nochmal in der nächsten Etage dasselbe bauen. Aber ich muss nochmal ganz kurz abwarten, bis wir das hier alles fertig haben. Denn die sind soweit in wenigen Minuten. Na, und ich will jetzt wieder mit den Einsern bauen da drüben, dass wir ja nicht so viel von unseren guten Ressourcen hier verbrauchen. Ja, ich hoffe, das sollte passen, dass wir jetzt hier nicht allzu hoch kommen. Und wir müssen dann schauen, da müssen wir eben irgendwas abschalten. Dann ist es so. Da müssen wir die Industrieanlagen hier abschalten, hier drüben. Aber das werden wir auf alle Fälle tun müssen, wahrscheinlich. Gut. Lässt sich nicht ändern. So, wir haben 75 plus. Wir brauchen für diese Anlage, rechnen wir es durch. Wo steht's? 36. Das heißt, wir können zwei betreiben mit dem jetzigen Stromstand. Ist nicht der Brüller. Mhm. Gut, ich wechsle mal hier auf die 1er. Ich betrete das Gebäude. Und wir gehen hier in den zweiten Stock. Und ich mache nochmal hier eine Notlösung für Strom. Na, das muss einfach sein. So. Und ich mache auch hier nochmal es gleich so, dass wir ein bisschen Überschuss haben. Das macht sich einfach besser. Und damit sollte es das eigentlich schon sein, ne? Genau. Ja, okay. Gut, dann schauen wir mal bei der Forschung rein. Ist die schon fertig? Das ging aber schnell, oder? So, was hat man genommen? Ressourcenfelder hatten wir schon früher. Forschungseffizienz, das hat man auch. Tauschtickets, hat man keins gemacht? Doch, wir müssen eins gemacht haben. Haben wir keins gemacht? Das ist ja ein Ding. Bürgerwerbeeinnahmen, hatte ich keins gemacht? Doch, muss ich. Egal, schauen wir mal hier. Parkreichweite plus 1. Das können wir vielleicht später mal drüber nachdenken. Kraftwerk Treibstoffbedarf minus 3. Finde ich eine geile Sache eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Reizt mich irgendwie. Weil das bringt bei den Anlagen, die wir haben ja nun schon zwei Kraftwerke und wir werden... Oh, hier kommt eine Nachricht rein, die hören wir uns mal an. Through the new contraptions, I got distracted by my shiny new project. I created this. It's gorgeous. It's an N-scale model of the city. It even has movable roads and trucks. I made the trucks myself. I even made some little employees to go inside, and the windows are made out of spare clamshell packaging we had lying around. I hope you'll like it. Oh, I can't wait to show you. I'm so excited to get these beautiful beasts working as efficiently as possible. With this model, I'll be able to predict if there'll be any jams or delays, and I can account for them ahead of time. You can count on me to take care of these trucks and roads. Shoot, I've kept you to myself long enough, haven't I? But come back soon, Founder? Ja, das ist doch nett, ne?
Ja, LKWs, da bin ich noch nicht ganz so weit, aber werden wir demnächst machen. Müssen wir schließlich auch verteidigen und so weiter und so fort. Wird in der nächsten Folge wahrscheinlich soweit sein, dass wir uns damit beschäftigen. Kraftwerk, das finde ich ja eigentlich mit am geilsten. Sag ich ganz ehrlich, die Parkreichweite, das ist mir relativ. Krankenhaus ist eigentlich auch nicht schlecht. Bürgerwerbeeinnahmen, ja, das sind 300 mehr. Befehlszentralen Reichweite, das ist alles nichts. Das Gerätebau, Abfallerzeugung, das wird auf spätere Sicht auf alle Fälle was. Minenreichweite, Verschmutzung bei Feuer. Wann haben wir schon mal Feuer, wenn wir angegriffen werden und die wirklich vielleicht ein bisschen stärker sind als wir? Arbeiterbewegungsgeschwindigkeit finde ich auch prickelnd. Das gefällt mir eigentlich fast am besten. Ich nehme jetzt die Arbeiterbewegungsgeschwindigkeit und später kümmern wir uns dann nochmal um den Strom. So einfach ist das. So, wunderbar. Wenn das fertig ist, werden wir nach oben springen. Wir haben jetzt Strom für 2. Ich brauche Strom für 3. Jetzt muss ich mal schauen, wie weit die hier sind. Da wird gebuddelt und gemacht. Wie sieht es hier oben aus? Muss ich hier noch eine Prio aussprechen? Anscheinend schon. Da sind sie dran. Okay. Gut, wir müssen bloß aufpassen, dass wir dann das alles mit einem Netz verbinden, ne? Zwei Netze, dann ja, ist es nicht so effektiv, so prickelnd, sag ich mal. Ne? Gut. Okay. Ja, das läuft. Wenn die sich schneller bewegen, dann wird auch schneller gebaut. Das hat also alles Vorteile. Es wird schneller Ressourcen weggeholt, etc. etc. Und so ist das doch nicht schlecht. Wir haben auch wieder einen frei. Das Ressourcenfeld ist abgebaut worden. Wie gesagt, hier geht dann die Straße nach hinten. Müssen wir schauen. Und dieses Objekt hier hinten hat halt, gewährt halt 3 Einflüsse. Wir wollen es aber 64 Strom haben. Ein Teil dieses Stroms werden wir aus dieser Spalte hier erzeugen. Müssen wir dann schauen, dass wir dann vielleicht auch hier noch ein bisschen, dass wir die Straße werden. Also hier werden wir nichts an, aber hier werden wir vielleicht noch ein bisschen was bauen können. Das ist allerdings ein See, der bringt uns keine Energie, so wie hier. Aber prinzipiell sollte das alles laufen, ne? Auch das hier läuft soweit. Cetan, ne? Das ist halt dadurch, dass wir hier sind, wird es uns nie ausgehen. So, Energie läuft. Das ist sehr gut. Und wir schauen nochmal. Also hier hätte ich erstmal die Forschungslabor und den Ratsobelisten brauche ich erstmal nicht. Wir haben hier Schiffswerft. Die ist momentan noch preiswert. Ich könnte mir vorstellen, dass das später teurer wird. Momentan sieht es aber gut aus. Wir haben hier die Konvertierungszentrum, das ist ein Gebäude. Das ist das, was wir eigentlich hier oben machen. Im zweiten Stock mit den Bewohnern. Ja. Momentan könnten wir da noch was tun. Werden wir auch. Ich würde aber, wie gesagt, gerne jetzt die zweite Welle abwarten. Und auch keine Bevölkerung groß machen. Die arbeiten hier, das ist sehr gut. Und das andere läuft hier auch, ne? Also die bauen hier. Okay, das ist soweit in Ordnung. Hier müssen sie noch ein bisschen was machen. Da sind sie dran, also hier kommen sie, ne? Das läuft. Die drei werden jetzt hier das fertig machen. Einer wird wahrscheinlich nach oben gehen. Oder geht weiter, das ist auch nicht schlecht. So, da hat der nächste seins drinne. Wird das nächste gebaut. Siehst du, und dann haben wir noch einen. Tja. Und dann fehlt nur noch einer, dann ist das hier fertig. Und hier oben steht es schon. Also wir haben 93. Ich brauche 108. Das ist zu wenig. Ich brauche 108. Ich muss mal schauen, wie viel wir hier abschalten können. Wir haben hier 1, 2. Also sind wir doppelt. 1, 2, 3, 4, das sind 8. 1, 2, 3, 4, 5, das sind 10. Das sind 18. 18, da sind wir bei 111. Ich brauche 108, da haben wir 3 übrig. Das sollte okay sein. Aber hier die Vermüllung ist ganz heftig, ne? Aber sobald wir jetzt den nichts mehr zu tun haben, werden die das automatisch angehen. Dann sollte das wieder laufen. Apropos, wir könnten. Sind wir noch auf 1er? Ja, wir sind. Kann ich da nochmal 2 Mülleinheiten setzen, vielleicht? Ja. Da habe ich ja keinen Müll reingetan, ne? Das sollte passen. Da würde ich gerne keinen drin haben wollen in den Dingern. Genau. Und hier war auch keiner drin. Okay. Sehr gut. Ja, dann werden die das irgendwann hier bauen. Da kommt schon der erste. Sehr gut. Da kam schon der zweite. Oder was bringt der hier? Keine Ahnung.
Kann auch sein, dass der das mit hier rüber getan hat. Entschuldigt bitte. Okay, läuft erstmal. Wir sind bei 92. Mit Abschaltung kriege ich das hin. Ich will es aber eigentlich gar nicht abschalten. Und ich würde auch gerne... Ja, ich muss noch was Wichtiges machen. Wir müssen noch eine Reserve. Wir müssen noch ein Energiedepot machen. Das Geld haben wir. Ja, das Geld haben wir. Das werden wir jetzt noch bauen. Ich setze hier noch ein Energiedepot hin. Mit 6000 Reserve. Einfach, wenn irgendwas nicht so läuft. Die Reserve kann sich auch dann, wenn wir hier nicht reichen, die 15, die hier fehlen, die können auch aus der Reserve kommen. Wir haben aber jetzt einen Überschuss und ihr seht, der ist immens. Und das finde ich in Ordnung, wenn wir das dann aufstocken. Ne? Wir können auch das Gebäude vielleicht nochmal gleich eine Stufe nach oben ziehen. Wir haben mal schauen, 50 brauchen wir bloß, das sind eigentlich bloß zwei von den Mineralien, die wir da benötigen. So, ich schaue nochmal, das ist alles gebaut. Hier ist auch alles gebaut, das ist sehr gut. Ich schaue mal ins Hauptquartier rüber, da sieht es gut aus. Und das sieht auch in Ordnung aus. Ja. Okay. Und sah es auch gut aus. Und dann schauen wir nochmal zur Umwandlung. Wie gesagt, es müllt hier ein bisschen zu, aber die werden sich da ranmachen, sobald sie nichts zu tun haben. Mehr oder weniger. Okay, das sieht auch gut aus. Ja, da würde ich auch keine zweite Etage bauen. Das bleibt erstmal so. Und ich muss mal ganz kurz schauen. Wir haben hier 2, 4, 6, 8, 10, 12 Leute. Aufräumen. Ich tue mal 5 hier rein. Ja. Ich schicke jetzt mal 5 ins Arbeiten, hier ins Aufräumen, dass die den Müll hier wegmachen. Na, das ist Abfall wegräumen und Schornsteine beliefern wir dann, wenn wir so eine Müllverbrennungsanlage haben. Haben wir momentan noch nicht, wird aber kommen. Gut, ich glaube, wir haben alles gebaut. Ich wollte jetzt einen Speicher bauen. Das heißt, ich muss hier auf 3 wechseln. Strom und noch so einen Energiespeicher. Jetzt muss ich mal schauen. Haben wir da einen Eingang irgendwo? Ich sehe keinen. Wir setzen es einfach mal so. Genau. Machen wir eine Brio und dann geht das los. Genau. Goodie. Also so gefällt mir das schon. Ja, hier kommt dann auch eine Straße nach unten. Die kann dann hier durchgehen. Würde dann direkt zur Mine gehen. Macht auf alle Fälle Sinn. Und wir können dann später auch Lagereinheiten bauen. Das wäre auch mal eine Sache. Verkehrssystem fehlt noch. Und natürlich später dann die Schiffswerft für unsere persönliche Verteidigung. Aber im Moment müssen es erstmal die Geschütze tun. Mit den Schiffen aus der Schiffswerft können wir dann später auch Offensiven fliegen. Und schaut euch das mal an. Das ist das, was ich meinte. Mittlerweile seht ihr auch, dass der Müll aus dem Gebäude hier rausquillt. Und das lindert natürlich unheimlich die Bewegung hier drin. Und ja, das macht es nicht unbedingt nett. Aber weißt du was, ich glaube, das ist immer so die falsche Sache, das hier einzustellen. Da bin ich ganz ehrlich. Ich mache das mal anders. Ich mache das mal so. Und dann tun die automatisch sich da dran setzen. Na, weil das ist jetzt das, was ihre Priorität ist. Mhm. So, wir sind bei 98%. Das heißt, die werden gleich kommen. Der Energiespeicher ist so gut wie fertig. Wir können mal schauen, der hat schon 1700 gefüllt und ich würde ihn vielleicht nochmal aufrüsten. Bewohnbarkeit sinkt, Energie gelagert auf 9000, wir werten den nochmal auf. Das machen wir. Und wenn die jetzt kommen, dann kommen die halt, dann ist das so. Ich mache nochmal eine Brio. Ja, und ich hoffe, die räumen jetzt den Müll hier weg. So viel haben wir nicht mehr, wir müssten wahrscheinlich nochmal ein bisschen was bauen. Mhm. Aber das machen wir in der Folge auf jeden Fall. Und wir werden die Angriffswelle jetzt noch erleben. Definitiv. Das werden wir jetzt durchziehen. Spätestens nach dem Ausbau hier wird das so sein. Aufräumen. Die räumen jetzt wunderbar auf. Das ist super. Aber ihr solltet mal ganz kurz was bauen. So. Sonst reicht eventuell mein Strom nicht. Okay. Ich gehe ins Hauptquartier. Ich setze die Systeme unter Waffen, unter Strom.
Das heißt, wir haben 15 Strom weniger. Die Systeme sind aktiviert. Ihr seht es. Es müssen nur noch Leute rein, dann fahren auch die Geschützrohre aus. Ne? Das werdet ihr gleich sehen, sofern da läuft auf alle Fälle einer. Das ist aktiviert. Wir sind nämlich bei 100% und es wird jeden Moment so sein. Das ist auch aktiviert. Ich hoffe, dass sich hier noch einer findet, der auch dieses System besetzt. Da kommt er, glaube ich. Einer von denen vielleicht? Einer, ja, da ist er. Und damit sind die Waffensysteme aktiviert. Strom. Ja, es muss jetzt fertig werden. Genau. Never met someone without a weak spot. Let's find theirs, Founder. Nun ja, wir werden sehen, ne? Gut, Waffensysteme sind aktiviert. Da kommen sie. 220 mit 14,5 Stundenkilometer eine Waffe. Energie ist das Ziel. Ja, und da liegen sie schon unter Feuer. Und ihr seht, hier unten der Balken ist immer, wie sie wieder aufgeladen werden. Ne? Der ist leider nicht ganz in Reichweite dieses Schiffes. Es ist ein bisschen knapp. Doch, er schießt. Okay. Ich denke, dann wird das ein ganz kurzer Prozess werden. Er schießt natürlich auf unseren Turm. Hat allerdings gerade seine Priorität geändert auf den Turm. Er wollte eigentlich zur Energie, wenn ich das so richtig verstanden habe. Was auch immer. Schaden ist minimal. Wir schauen mal. Müsste wieder zwei Schaden machen. Ja, die machen bloß zwei Schaden mit einer Waffe. Also da sind wir momentan erheblich voraus. Und ich glaube, nächste Runde bräuchte man dann auch nur einen neuen Geschützturm, wenn wir hier hinten uns ein bisschen ausbreiten. Dann müssten wir hier hinten nochmal einen machen. Und damit haben wir es schon wieder erledigt. Schöne Sache. Da kommt noch eins. Aha. Sie wollen also jetzt doch zur Energie. So, der hat das Energiedepot im Auge. Hm. Aber er schießt darauf. Gut. Soll er machen? Sind wahrscheinlich jetzt zwei Rebellen, die uns angreifen, ne? Ist aber auch kein Problem. Na, hier hat er es auf 136 runtergeschossen. Ist also alles gut. Hat eben... Hat auch 220 Lebenspunkte. Allerdings hat er zwei Waffen. Na, und deswegen macht er ein bisschen mehr Schaden. Der wird... Ihr seht schon, der ist schon ein bisschen weiter runtergeschossen. Wird also schätzungsweise das Doppelte von dem Schaden nehmen, also ungefähr 122. Wir werden sehen. So wie es nach dem Lebensstand aussieht, wird er sogar noch länger, noch mehr Schaden machen. Wir schauen mal. Und ich glaube, dass mit der Reserveenergie hat auch gerade so funktioniert. Na? Ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Okay, wir haben Feuer. Ich gehe mal davon aus, sie machen das alleine. Und damit solltest... Tisk, you've put up a good fight, and it only makes me more determined to stop you. Good work crushing Bahar, Founder. I would almost pity them if they weren't so hell-bent on destruction of Council property. Okay. Gut, wir müssen mal ganz schnell hier die Prioritäten ändern. Und zwar auf Reparieren. Ihr seht, es brennt. Na, es brennt, es macht keinen Schaden weiter, aber die Brandintensität ist eben das, was das Problem ist, denn das macht nämlich jetzt hier Umweltverschmutzung und die geht eben dann
hier ein bisschen nach oben und das ist nicht schlecht, ne? Komm, Feuerwehrmann, mach los hier. Okay, Alarm breche ich ab. Das heißt, zwei Leute werden frei und wir können wieder Strom ansammeln. Das heißt, hier hinten wird wieder aufgebaut. Das ist schon mal gut, dann haben wir eine Reserve. Okay, der löscht wirklich. Ist ja der Hammer. Das fällt unter Reparieren. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich habe das zwar schon ein paar Mal gesehen, aber ich habe das nie so registriert, wo ich das selber gespielt habe. Ja, hier steht er und löscht es. Ist doch nicht übel. So, Feuer gelöscht, jetzt repariert er. So wie das sein soll. Und auch hier geben wir den Reparaturbefehl. Kostet uns 56 Credits. Feine Sache. Brandidentizität ist das übergesprungen. Oh, oh. Oh, das haben wir nicht gesehen, ne? Dass das übergesprungen ist. Ich hoffe, hier kommt einer mal angeflitzt. Das sind sie nicht. Hm. Da kommt er, glaube ich, oder? Jawohl. Los, halt einen Schlauch rein. Wunderbar. Ich weiß nicht, wenn das auf 100% ist, zerstört uns wahrscheinlich das Gebäude, ne? Hm, dann wäre das so. Können wir dann auch nicht ändern. Gut. Das ist repariert, das ist repariert. Hier ist er am Löschen. Wenn er damit fertig ist, repariert das. Schöne Sache. Also reparieren ist gleichzeitig auch löschen. Ihr müsst nur den Befehl dafür geben. Und so wie es aussieht, haben sie auch hier ein bisschen reingehauen. Wir könnt übrigens im Hauptgebäude alle reparieren andrücken. Da haben wir nämlich noch zwei beschädigte Gebäude. Damit sollten die hier in der Reparaturliste mit auftauchen. Also hat super geklappt. Das könnten die zwei sein, die sich jetzt um das Löschen kümmern. Ja, die teilen sich auf, das sollte passen. Wenn wir also hier hinten agieren nochmal mit Strom, brauchen wir auf alle Fälle noch einen Geschützturm Minimum. Ach, und hier sehen wir auch das Reparaturzeichen, siehst du? Der hat auch hier, die Energie haben sie wirklich reingeschossen einmal. Aha, aha, siehst du? Schöne Sache, das ist auch fertig. Und das ist auch fertig. Dann sind alle Gebäude wieder tippitoppi. Die sind auf 9000. Das ist auch sehr fein. Wenn wir das jetzt hier nochmal erhöhen, wären wir auf 36, wären wir auf 12.000 Strom, die wir hätten als Reserve. Hm. Ist auf alle Fälle eine feine Sache, wenn wir das machen. Und wir sind mittlerweile schon wieder auf 11%. Ja, weil wir halt drüber gesprungen sind und durch den Ausbau hier und vielleicht auch durch den erfolgreichen Kampf, man weiß es nicht genau. So, ich werde mal die Prioritäten hier wieder ändern. Reparieren kommt ganz nach unten. Und bauen kommt über zerlegen, Ressourcen bewegen, aufräumen. Wie sieht es denn aus? Wir haben 25 Jobs haben wir noch beim Aufräumen. Interessiert aber keinen. Zumindest nicht momentan. Dann ist das so. Ich würde mal hier reinschauen. Ich denke mal, die machen das jetzt ein bisschen automatisch. Und ihr seht, es sieht schon bedeutend besser aus. Ne? Hier ist mittlerweile voll. Da muss also wieder jemand mal was tun. Und ich glaube, wir haben auch keine Lager mehr. Genau das ist das Problem. Das können wir ändern. Ich werde hier auf 1 wechseln. Und dann werden wir mal noch ein paar Abfalleinheiten hier bauen. So, und da haben wir die ganzen Einser verbraucht. Dann ist das so. Das heißt auch für uns, ich werde hier mal schauen, wie wir das hier hinten mit der Energie lösen. Ich würde gerne das wegmachen und die sollen sich nochmal um das hier kümmern. Dann haben wir hier für den Strom den Platz frei. Und ich denke, wir kommen da auch hier gut zurecht. Ich denke, die nächste Welle werden 3 bis 4 Schiffe sein. Wir werden es trotzdem meistern. Und ich denke mal, sie werden auch nicht nur einzeln kommen, sondern diesmal vielleicht auch zu zweit. Zumindest an einer Stelle. Also wenn es 3 sind, dann kommen sie auf alle Fälle zu dritt. Ich sieht so aus, als ob sich immer einer mit mehr einklingt, aber dann ist das so. Des Weiteren würde ich gerne das hier noch mit weg extrahieren, dass wir hier das jetzt mal ein bisschen loswerden, dass wir da ein bisschen, ja, dass das aus dem Blickfeld verschwindet einfach. Ich möchte das gerne weghaben. Es stört mich ein bisschen, ne? Ihr seht es ja, es ist ein bisschen, So, hier mal Artefakt, hier mal Zitan, das brauchen wir nicht. Ich
Wie gesagt, die Gebäude stehen meistens an Stellen, wo sie mich stören. Und das ist ein Problem einfach. Ja. Ist einfach so. Kann ich nicht ändern. Gut, dann würde ich erstmal abwarten, bis die drei hier abgebaut sind. Und da kommen wieder ein paar schöne Sachen hier rein. Wir sind in der halben Stunde drüber. Ich schaue nochmal hier in unser Forschungsbereich. Und hier haben wir zum Beispiel Verschmutzung durch Feuer. Ja, okay, 30% weniger ist schon nicht schlecht. Ich würde trotzdem wahrscheinlich erstmal hier auf den Treibstoff gehen. Kraftwerkstreibstoff minus 3. Dann haben wir da ein bisschen Luft. 15 Minuten. Wir haben dann hier wieder ein bisschen Luft. Und könnt dann einfach hier zum Beispiel mit einem Kraftwerk starten. Was wir da noch bauen. So, ich muss mal ganz kurz schauen. Das reißen sie ab. Das haben sie schon gemacht. Sehr gut. Das gefällt. Okay. Ja, wir könnten jetzt eigentlich auch mal einen Schnelldurchgang machen, indem wir hier Gebäude abreißen, die Prozente nach oben jagen und schon wären wir in der nächsten Folge in den im nächsten Level sozusagen. Das wäre auch mal eine Maßnahme, um das mal zu zeigen. Vielleicht machen wir das so. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das war die zweite Welle mit Energiespeicher, mit mehr Energieproduktion mitten im Park für das Wohlbefinden unserer Bewohner. Und ja, mit wieder einer groben Kelle für den Feind, sage ich mal. Mittlerweile sind wir übrigens bei 32%. Ne? Es wird. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.